Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, wie ich hier diesen RAM-Schutz, der hier schon bereits gezeichnet worden ist, parametrisieren kann. Im Grunde genommen ist im ersten Schritt mal wichtig, dass hier das Feature aktiviert ist, das heißt, dass es hier in diesem Fall schon aktiviert ist und dass ich hier auch die Fremdbezüge eingeschalten habe. So. Und jetzt aktiviere ich diese Baugruppe, weil ich möchte das hier mit den HCM-Bedingungen erledigen und beginne mit dem Parametrisieren. Als erstes würde ich hier im Grunde genommen sagen, ich möchte hier ein Unterteil fixieren. Das heißt, ich beginne hier einfach und fixiere dieses Teil. Das heißt, dieses Teil habe ich jetzt im Grunde genommen fixiert. Man sieht hier auch sofort, dass hier auch ein Symbol gekommen ist, dass hier eine Parametrisierung vorhanden ist. Ich kann hier auch im Bereich des HCMs die Liste anschauen, welche Teile hier parametrisiert worden sind, welche Bedingungen vorhanden sind. Diese Bedingungen kann ich natürlich auch mit Variablen steuern. Ich habe hier natürlich auch noch die Möglichkeit, dies auf die Geometrien umzulegen und sehe hier in diesem Fall, dieses Teil ist voll fixiert und die anderen sind hier im Prinzip noch offen. Weiteres könnte ich hier auch noch die Sichtbarkeit steuern und darstellen, damit ich sehe, welche Teile hier noch, welche sich hier noch frei im Raum bewegen können. Das schalte ich jetzt wieder aus und wechsle hier auch wieder auf diese Geometrie zurück. So, jetzt beginne ich einfach mal mit meinen Werten. Das heißt, im Grunde genommen dieses Maß 230 und dieses Maß 230 soll immer fix bleiben und dieses Maß, die 1713, das soll variabel gestaltet werden. Das heißt, ich wechsle hier in den HCM und beginne hier mit dem Abstand. Es erscheint hier der erste Dialog und ich kann hier die Fläche im Prinzip anwählen. Das wäre meine erste Fläche. Man sieht auch hier, das Profil wird hier auch gleich transparent dargestellt. Ich könnte hier, wenn ich hier die Ansicht nicht drehen möchte, mit der Alt-Taste, wenn ich auf dieser Fläche bin, die Alt-Taste drücken und dann werden mir hier diese Flächen einfach ausgeblendet und ich könnte hier zum Beispiel diese Fläche auch, ohne dass ich hier das anwähle, definieren. Jetzt möchte ich hier diesen Wert von, sage jetzt mal LG, also für Länge, angeben und mit der mittleren Maustaste oder wenn ich hier aus dem Dialog fahre, wird mir gefragt, wie viel soll LG sein. Ich sage hier in diesem Fall einfach mal 2 Meter. Man sieht hier, dass diese Seite genommen worden ist. Ich kann hier dann noch die Maßrichtung auch noch umdrehen. Das heißt, man sieht hier, jetzt ist das erste Profil auch schon hier an dieser Stelle. Mittlere Maustaste und dieser Bereich oder dieser Befehl wurde übernommen. Ich kann hier dann natürlich jederzeit weiterarbeiten, das heißt, ich kann hier diese Fläche und diese Fläche mit den 230, das heißt auch wieder mittlere Maustaste, die sollen ja fix bleiben. In diesem Fall wieder die Alt-Taste, diese Fläche mit dieser Fläche sollen hier in diesem Fall auch die 230 sein. So, das heißt, im Grunde genommen habe ich hier diese Profile in der Breite schon definiert. Mit der Maustaste beende ich diesen Befehl. Ich kann natürlich hier auch noch die Gleichlage definieren, das heißt, dass sich die Profile auch in der Höhe nicht fälschlicherweise verschieben. Hier möchte ich nicht die Gerade haben, sondern die Fläche und kann hier diese Flächen nach der Reihe anklicken. So, das hätte ich jetzt einfach mal. Jetzt möchte ich natürlich, dass dieses Profil immer mit einem bestimmten Winkel, das heißt, ich gebe hier auch den Winkel an
und sage, von dieser Fläche auf diese Fläche möchte ich hier die 45 Grad haben. Das heißt, ich gebe hier die 45 Grad ein. Ich gebe das jetzt hier auch nochmal auf diese Fläche, auch die 45 Grad. Dasselbe mache ich noch auf der anderen Seite. So, hier habe ich vergessen, den Wert zu wechseln. Das heißt, ich kann natürlich hier auch jederzeit den Wert auch wieder anklicken und hier die 45 Grad einstellen. Mit der mittleren Maustaste kann ich natürlich jederzeit den Befehl abschließen. So, ist mit dem habe ich eine Überbestimmung, das heißt im Prinzip lasse ich hier diesen letzten Winkel weg. Was ich natürlich dann noch haben will, dass dieses Profil auch immer mitgeht, das heißt ich kann hier dann wiederum die Gleichlage und in diesem Fall würde es mir reichen, wenn ich hier diese Kante mit dieser Kante verknüpfe. Und somit habe ich auch hier dieses Profil fixiert. Ich kann natürlich hier immer zur Kontrolle auch die Baugruppe neu berechnen lassen. Das heißt, dann sehe ich auch sofort, was ändert sich, geht es mit, geht es nicht mit. Kann natürlich hier auch mittels rechter Maustaste die Variablen des Styles ändern. Das heißt, ich möchte hier einfach mal die 2500 haben und bestätige das. Und somit sehe ich auch, dass die Profile zumindest mal mitgehen und jetzt fehlen hier noch diese letzten Bleche. Das heißt, ich sage hier einfach mal die Gleichlage, dass ich hier sage, okay, diese Fläche soll hier immer bündig sein und mit der Maustaste diese Fläche mit dem. So, dasselbe kann ich hier natürlich für das zweite Blech auch noch machen. Ich kann hier auch noch den Abstand noch mit bemaßen. Das heißt wieder die Alt-Taste, diese Fläche mit dieser Fläche und hier sollen die 0,2 mm erhalten bleiben. Also habe ich das jetzt im Prinzip auch noch so definiert. So, den letzten Wert möchte ich hier noch, dass dieses Formrohr vorne hier mit der Hinterkante des Formrohrs immer mit diesem Abstand erhalten bleibt. Ist auch schon überbestimmt, das heißt, das reicht mir im Prinzip auch schon aus. Dies ist natürlich ganz ein einfaches Beispiel, was sehr wenig Gestaltungsmöglichkeiten hat, aber im Grunde genommen ist diese Baugruppe hier fertig parametrisiert. Das könnte ich hier dann auch über die Teileeigenschaften Teile Variablen natürlich so abändern und hier zum Beispiel auf die 2100 mm abändern und man sieht hier auch sofort, dass sich hier diese Werte auch sofort mitändern.